Ja, liebe Hüttenfreunde, der Bauerhause ist vom Bergbauer wieder zum Flachlandbauer geworden. Ich habe die schmale Bereifung montiert, aber das ist noch nicht alles. Ich habe da den Doppelkreiselschwader meines Kollegen angehängt und will da Heu zusammen machen. Das erste Mal mit dem Doppelkreiselschwader. hoffe, das geht. Ein Böttinger, glaube ich. Ein Eurotop. Jawohl. Böttinger Eurotop. Schauen wir mal. Erste Runde funktioniert. Ja, liebe Freunde, da wird die Bauerhause wieder gefordert mit dem Doppelkreiselschwader. ich habe da das richtige System noch nicht rausbekommen. Jetzt mache ich im Moment zwei Walme mit zwei Kreiseln, weil zwei Kreisel, ein Walm fast zu groß wird. Ja, das muss alles ausprobiert sein. Und das Manövrieren, hydraulisch gesteuert hinten. Ja, es braucht den Bauerhaus, ja. Freunde, da mein Farmi-Hecklader. Ja, der ist schon viele Jahre bei mir im Einsatz. Viele sagen, ihr kauft doch einen Frontlader, geht viel besser. Wäre sicher so. Aber man muss alles bezahlen. Ne? Darum fahre ich da weiter. Benütze ich da weiter meinen Hecklader. Jawohl. Erster Wagen geladen. Wetter ist überzogen, ne? Man sieht es da. Gewitterwolken sind aufgezogen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Aber da wieder von einem Kollegen natürlich den Ballenwagen gemietet. Haben 19, wie viel haben Platz? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, 18 Ballen sind da geladen. Nicht schlecht. Ja. Fertig geladen. Hier auf diesem Wagen sind jetzt 14, auf dem anderen 18. Auf 1,5 Hektar 32 Ballen Heu. Ich glaube, nicht schlecht. Bauerhaus ist zufrieden, jawohl. Und gute Qualität, gut getrocknet, das ist auch wichtig. Oh, noch vorschriftsgemäß mit Spannset gesichert. Und jetzt geht ab nach Hause, Nachtessen. Wenn ich jetzt da eine Uhr hätte, wüsste ich, was für Zeit das ist. Ich schätze, es ist gegen 8 Uhr. Und das Schlechtwetter hat sich, Gewitterwolken haben sich verzogen. Im Emmental oben sieht man noch etwas Wolken, aber sonst sieht es gerade nicht danach aus, dass da ein Gewitter kommt in den nächsten 2-3 Stunden.
Aber ich hoffe natürlich für meine Kartoffeln, dass da ein bisschen Regen kommt. Jetzt, wo ich das Heu drinnen habe. Ah, liebe Freunde, wir müssen da Präzisionsfahrt machen. Hier zwischendurch. Das ist ganz knapp gegangen.